Hey und willkommen zu Episode 7 meines Avatar Frontiers of Pandora Let's Plays. Dann wollen wir mal weitermachen. Ich bin immer noch ratlos, wo wir hin müssen, aber ich bin fast der Überzeugung, dass wir das demnächst tun werden. Okay, jetzt kommt die Meldung, dass das hier Strom hat, das Lab aus der letzten Episode. So, oben links nochmal genau lesen. Etu ist at Hunter's Rest Camp. Wir sind hier Hunter's Headland. The camp is southwest, also südwest vom Home Tree. Der Home Tree ist hier auf der Karte. Südwestlich müsst ihr irgendwo hier sein. Vielleicht ist es ja da. Wer weiß. It can be found on the north bank of the Treaded River. Das Problem ist, das hier ist der Treaded River. Was ist die Nordbank davon? Also ja, schon im Norden. Ist es einfach das? Oder bin ich jetzt komplett? Oder ist es hier irgendwo? Das ist ja auch irgendwie südwestlich. Na, das ist eher komplett südlich. Dann schauen wir mal. Ich würde sagen, das ist hier irgendwo. Also North Bank könnte alles sein. Schau mal einfach mal da. Das ist der beste Guess, den ich jetzt habe. Ansonsten muss ich den Exploration-Modus ausmachen, in dem sich das Spiel gerade befindet. Und ich brauche doch den mehr Guided Approach, also dass wir ein bisschen mehr Map-Marker haben. Aber ich dachte, ich probiere es mal auf die coole Weise zu spielen. Wusst ihr nicht, dass ich so unfähig bin. Sei es drum. Wir werden es finden. Es wird nur länger dauern. Oh oh. Oh oh. Hier schlug Granaten. Sehr schön. Das ist echt meine Lieblingswaffe, die Schleuder. Aktuell, die macht so viel Schaden, dass es... Oh, da sind noch Schüsse in der Nähe. Nee, sind es nicht. Uiuiui. Kurz nachcraften. Ja, ist ja gut. Nein, ich wollte doch. Ja. Wollte den Heli doch ausschalten. Na gut. Die Mechs haben aber nicht viel gebracht, muss ich sagen. Die sind dann doch relativ schnell draufgegangen. Ist das eigentlich auch explodiert? Boah, also, das sieht dann doch eher fluguntauglich aus. Nochmal ein Armguard-Mod. Müssen wir uns irgendwann mal mit beschäftigen, was die denn machen. So, Schüsse weiter links. Na, erstmal hier dieses Bärparts einsammeln, ne? Vielleicht ist hier keiner drin und ich bin voll. Oder müssen wir den hacken? Nö, ich glaube, da kann ich einfach nicht mit interagieren. Also ich habe Schüsse aus der Richtung gehört. Schau mal. Da hinten sehe ich Zeug, aber keine Feinde. Dann sag mal einfach, ich habe mir das eingebildet und konzentrieren uns auf das Missionsziel. Ist aber sehr oft Nacht in dem Spiel, muss ich sagen. Kann die Welt natürlich auch glänzen. Ich spiele lieber bei Tag und Sonnenschein. Bin so ein Tag und Sonnenschein-Gamer. Find das einfach sympathischer. Na gut. Sei es drum, wir werden uns hier zurechtfinden. Es leuchtet ja genug. Irgendwas brummt da im Hintergrund wieder. Ja, diese Viperwölfe. Na, jetzt hört mal auf, hier wegzulaufen. Also hier, das ist wahrscheinlich wieder ruiniert, weil ich es nicht gut getroffen habe. Nicht ruiniert, aber... Ah, kann eh nicht alles aufnehmen. So, Wegpunkt ist gleich erreicht. Ich dachte, ich müsste über den Fluss, anscheinend nicht. Vielleicht sehen wir auch schon, wo wir hin müssten mit dem Marker. Nein. So viel dazu. Ja, mal Health-Items braucht man die. Auf jeden Fall. Da habe ich letztes Mal ordentlich federn lassen müssen. Oh, hier sind Fische.
to collect the gifts of Awa with our hands. Though it can be tedious. You think so? I disagree. You are Sarentu. Hello. Hallo. Ich hätte mir mehr Begeisterung gewünscht. Da oben leuchtet was. Ach, das ist nur so ein Pilz. Aber wir haben, glaube ich, mehr von der Karte entdeckt. Deswegen lasst uns mal drauf schauen. Also südwestlich ist jetzt schon... schon eine Definition, oder? Leaning Glade, das Navi Camp. Das hier habe ich, glaube ich, noch nicht entdeckt. Da steht zumindest nichts dran. Headlands, das kann natürlich auch hier irgendwo sein. Aber wieso schreiben sie dann, dass es an Nordbank ist? Das kann ja auch irgendwie... Gas Collector Charlie, da war mal. Computer Terminal. Ancestors Guild, den haben wir schon. Ah, das ist ja östlich, das bringt ja gar nichts. So, nochmal ausrichten. Westen, wir sind schon viel zu weit, wir sind ja nordwestlich. Aber hier ist noch ein Marker. Ich glaube, da müsste es sein. Also nochmal 400 Meter in die Richtung dackeln. Und wenn das nichts ist, dann macht man den Exploration Mode aus. Ich kann ja jetzt nicht nur durch hier den schönen Dschungel irren. So. Sehen wir vielleicht noch neue Pflanzen auf dem Weg. Zumindest dieser haarige Berg sieht neu aus. Ja, ja, ist hier gut hier. Hey! Oh, ich habe ein Missionsziel. Irgendwo. Vielleicht ist es auch nur die besondere Blume da. Gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Wenn es das Spiel anbietet. Die sehen ja fancy aus hier. Oh, unter Wasser auch nicht schlecht. Ja, die Frage. Ja, komm mal hoch. Ein Lagerfeuer. Interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das sieht schon cool aus hier. So. Schauen wir mal. Ich glaube, weiter komme ich auch nicht hochgekraxelt. Ja, war vielleicht nur Einbildung, dass wir da hoch müssen. Irgendwann anders vielleicht mal. Wegpunkt liegt 30 Meter vor uns. Irgendwas gast da schon wieder rum. Was ist denn das? Ah, Bellsprig. Da steht sie einfach. So, Gesundheit ist permanent erhöht. Das gefällt mir. Da sind auch Leute. Hier ist... Ups, das wollte ich nicht. Die... Nicht weglaufen, ich habe keine Pfeile mehr. Bin echt nicht gut im Nachcraften. So, da sind Leute. Vielleicht ist das ja mein Missionsziel. Hallo. Anscheinend nicht. Hallo. Das ist ja auch cool. Das ist die Orchidee, oder? Ja. Die sich vor uns verschließt. So, ich fürchte, mein Exploration-Modus, Glade of Light. Was war denn Glade of Light? Fast traveln wir mal hier hin. Da sieht man den Glade of Light, falls es der ist. Anscheinend haben wir eine Schnellreiseposition. Southwest. Also irgendwo in dem Bereich wird es ja schon sein. Wir hätten natürlich noch die Option, hier hinzugehen. Wird
ach, was soll's. Ich hab's angedroht, weg mit dem Exploration-Mod. Guided. Und wo guidest du mich hin? Ernsthaft? Na gut. Dann war's doch das. Merkwürdig. Naja. Ein Glück habe ich den Modus gerade umgeschalten. Sonst wäre ich nochmal an die falsche Stelle getorkelt praktisch. Wir werden es erreichen. Immer diese Pflanzen, die sich da verstecken. Springt man nichtsahnend über einen Stein und schon explodiert es hintenrum. Naja, haben wir beinahe die ganze Nacht hier draußen zugebracht. Also wenn das kein Jäger kann, dann weiß ich auch nicht. Oh, alles hier will mich umbringen. Ich glaube, unser Kumpel hatte recht, dass das gefährlich ist hier. Nein, lass mich dich reiten. Komm her. Komm her. Ein Stöpsel. Hallo. Was ist denn jetzt los? Ist die Berührung mit mir so unerträglich? Das hält ein Nickerchen. Ich will nur festhalten, ich habe da nichts gemacht. Keine versteckte Falle, kein Gift an der Haut. Also einfach, umgefallen. Hey, wir sind beim Labor in der Nähe. Ist das nicht schön? Oder wo auch immer, keine Ahnung, stand Power dran. Habe ich einfach mal angenommen, das war das Terminal, bei dem wir letztes Mal waren. Vielleicht täuscht da aber auch mein Orientierungssinn. Macht nichts. Da hinten sieht es genauso aus wie... Ja, das haben wir ja eigentlich schon mal vorbeigelaufen. Ah, vielleicht finden wir hier ja was. Da ist was. Da ist ein Drache. Kibito. Hallo. Bist du Etu? Your Ikran is beautiful. My Zome, for her no wind is too strong, no challenge too great. We hunt with heart in harmony. Are you here to admire us? I would not fault you for that. No, I'm looking for Etu. My name has reached other clans. Even lost ones. Let me guess, Nafika sent you to me. So sieht's aus. She wants me to teach. Boring, I say. To be safe at home tree, telling the little ones of Hans, of adventure. They would not understand. What does danger mean to those who have only known safety? Zome and I tear through the skies together, our hearts pounding, our senses on fire. That rush makes us strong, fearless, the best hunters. Nafika did say you were hunting Sternbeast. Can I join? Is that what you are after? Sternbeast are not so easy to kill. I managed to track one already. Is that so? And did you cause the poor creature much pain? Show me. I want to see your legendary skills. Was will der von mir? Weak spots. Was für ein Target denn? Hier einfach. Heavy Bow, okay. Was stimmt denn mit dem Drachen nicht? Der hat bisschen Zuckung hier. Er soll sich mal entspannen. Okay, ich habe meinen Caps Lock aktiviert. Was willst du denn von mir? Stop! Do not get too close. You are not a bonded. Ja, ist ja gut. Yet you chose your weakest weapon. Are you trying to make your life difficult? Ihr lasst mich ja nicht in mein Inventar. Gut. Heavy Bogen. Das ist doch mein Heavy Bogen. Not bad. At least your thanks will have meaning. My thanks? Are you serious? What have your people been doing? Die wurden gekidnappt. What kind of life have you lived? It's a long story. If I wanted to hear a long story, I would be at home.
Each time you hunt, you must take a life. And so you must thank your sister or brother for their gifts as they return to the Great Mother. I see you. Your spirit goes to Ewa and your body stays to become part of the people. Thank you for these gifts. This way you let her ascend to the ancestors. Remember that, and do not waste the gifts you receive. The gifts. Right. The hide. The meat. You know what to do with them? Bestimmt. Nefika will show you. Go on. You do not need me to hold your hand. Ich dachte, wir jagen jetzt zusammen. Wie war es das jetzt? Hier ist noch ein Basket. Inventar ist voll. Super. Toll, wegen dieser einen Zielübung musste ich jetzt hier hin. Na gut, dann fast traveln wir einmal. Ein bisschen Zeit müssen wir ja einsparen. Durch mein Herumgeirre. Irgendwo wird sie ja schon sein. Bei der Coring Station, da ist sie ja. Also, das war eine andere Quest. Hallo, bin wieder zurück. I have some meat from my hunt. Nefika said you... You sent this forlorn miscreant to bother me? Everything is a joke. As usual. She said you're the best cook. Ha 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 ha! Ah! The child knows how to charm. And honesty from you, Nefika. I suppose that is typical of her tactics. She thinks flattery will get her everywhere. Come, come. Leave the grump for later. Now we turn to more serious arts. Is there something wrong with your home tree? The tiny sky people? Edua said it suffers. They will wear our spears like feathers. The Kinglor are uneasy. We have provided for them since their flowers closed, but their numbers are Granddad too many. Would like this. Gatnad would prefer Edua to focus all her energies on them. But I think that child does her best. Now, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Gatnad should see you still have some Navi skill. And I should like to see it myself. Okay. Craft new gear with Storm Beast Hide and Maker's Den. Boah, passt. Gute Materials. Select a design to craft. Chest Guard, 2 Designs. Hier, dann können wir doch dieses Superior Crafting Design machen. Ich habe die Materialien nicht. Ich kann das Auto füllen. Ich habe es aber trotzdem nicht. Wir haben Fine Crafting Design. Ich habe die Materialien nicht. Ich glaube, der Haken heißt, ich kann es machen. Fine Crafting Design. Na gut, das können wir zumindest machen. Good. Now show Gatnad how you have mixed your colors with our own. Just as your people once did. Do not be afraid of him. His bark is worse than his bite. I will follow shortly. Wir können das hier, glaube ich, machen. 28 bis 103 Damage, das klingt doch gut. Poisoned Arrow, Move Speed, bla bla bla. Okay, ich glaube, mehr gutes Zeug können wir nicht machen. Wir können nochmal dasselbe machen. Bin immer noch irritiert. Talk to Kanate, Arane, Uli, was auch immer, in the Council Room at the Home Tree. Na gut, dann counseln wir den mal. Are you really Sarindu? Ja, bin ich. Leb damit. Again? How did they ruin it? Wie ist der denn? Irgendwo wird hier der Council Room hier sein, aber nicht draußen. Vielleicht ist der irgendwo oben oder hier rechts. Hallo, was ist ein Council Room?
nicht so aus. Oh, das sieht doch eher so. Nee, anscheinend auch nicht. Das ist ein Musikzimmer. Ah, habt ihr einen verwirrenden Baum hier? Wo ist denn der Fluchtplan oder der Lageplan? Mit ihr reden. Wir werden es finden. Jetzt sind wir schon geguided. Mist. Jetzt sind wir im Haupteingang. Da ist es. Sag doch, wir werden es finden. Auch wenn wir auf die völlig falsche Seite gehen. So, wir müssen uns irgendwie hier rechts halten. Dann nochmal rechts. Und dann sind wir ja schon da. Hier geht's ja hoch. Interessant, dass ich es von hier aber nicht sehe. Oh, ist anscheinend da vorne. I am worried, and you should be too. Noch eine Nebenquest. One of the Sky People's flying machines went down near your home, creating a huge mess. Would you be concerned? Ja. I am still right here, and I am telling you not to worry. But what if someone got hurt? When we see potential danger, do we simply say to ourselves, "Oh, I hope someone does something"? We are that someone, Neon. Do we know why that aircraft went down? No, we do not. Which is why I am advising my fellow scout not to involve me, herself, or anyone else. Including you, Sarentu. Relax, Neon. I would never dream of putting your life in danger. I could use a hand out there. I'd be happy to help. Ich hab Hände. I don't want to cause trouble. Ignore him. It is what I do. Their flying thing went down in Weaver's Flourish, near a river. It's a good place to start. You will not find anything, Alemon. This is a waste of time. Sorry. Yes, I suggest you stay away from matters that do not concern you. Ja, ja, halt die Klappe. Der sieht aber schön farbenfroh aus. So, mit irgendwem wollte ich quatschen. Oder zumindest was looten. Ach, das ist ein Stash. Ja, ein Stash bringt mir nichts. Eigentlich schon, aber... Vielleicht gehe ich an meinen Homestash. Ich glaube, das ist mein Missionsziel. Dachte, sie versperren mir einen Weg. Nefika has had her way. Now you look more like the Sarentu we remember. The loss of your people pains us. We valued their counsel. But we know you are not here to offer their wisdom. The Sky People. The Resistance fights them, but they can't do it alone. This is why you have come. You stand in the heart of our home tree. Its warm embrace. Even you, lost one, must feel it. And you ask me to bring war here? No. They bring war with them. Please. We Aranahe do not seek conflict, and yet you goad us, desperate for a fight. Mm-hmm. Do you remember your family? Nein. A little. My mother. Her smile. Her warmth. Did you see her die? Did she smile at you then, helpless, desperate to reassure you? Have you seen Ewa's light leave someone you love? Yeah. Well, you certainly made an impression. Gatnat is not easily rattled. Be careful, my Aundu. I wasn't trying to anger him. Keep your chin up. Pay a visit to the very top of our tree. Our Tzahik is back. Klingt doch eigentlich ganz sinnvoll. Generell irgendwo raufklettern, hebt die Stimmung. Oh, wieso bin ich denn immer voll? Das ist ja wie auf dem Weihnachtsmarkt. So, als erste Schnellreise zur RDA. Wie komme ich denn da nochmal hin? Da war es ja. Fast Travel. Da gibt es zumindest Händler.
Ja, verkaufen kann ich da auch nichts, so ein Mist. Okay, essen muss ich auf jeden Fall. So, Egg Stuffed Mushroom. Dann nehmen wir hier die Ration, die füllt mich schön auf. Dann schauen wir mal, was die Leute hier so gemacht haben. Anscheinend die Fallcontainer nicht nachgefüllt. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier arbeitet. Wer bist du? As many as I can. Ah, die Kämmer, ja. Remember how Mercer hated them? He told me they were dirty. I didn't understand then. Dirty how? I cleaned them again and again, each time he pulled them from my hair. But you kept putting them back in. My mother wore them like this once. This honors her. A Sarentu home needs Sarentu traditions. I'm not sure I know what home feels like yet. Neither do I. I can barely believe we slept for so many years. But Thalan is happy. Nor is trying to be. And are you happy? I want to find more of our ancestors with Ewa. Someone must know the truth. Why they would leave us, if they did. All the things that Mercer said, we deserve to know. Alma thinks Mercer is planning something, and more RDA arrive every day. I will do what I can to help her find out why. His failure will make me happy. Ja, das klingt doch ganz gut. So, mit dem geredet? Mit hey, der reden? Doing okay? Ruffling feathers? Making waves? I don't think so. I meant, never mind. I'm just talking. Stream of consciousness, right? Sometimes I just start talking and I keep going until someone shuts me up. Must be weird for you here. Out of that school place. Tap. What did Alma tell you? Not much, to be honest. And I've been here since the RDA's first go of it. Met Alma at Hell's Gate. So she didn't tell anyone about us? I mean, she didn't say much about what she'd been doing before the rebellion. I can see why. She was like, hey, want to save this world? Hell yeah. There was no changing the RDA from the inside. It's rotten to the core. Well, you know that. Then Jake Sully said we could stay here. If we helped. And you started a new life. It's been rough, no lie. There were more of us. Pandora's harsh. Unforgiving. Gorgeous, though. A real Medusa. We all have things to be ashamed of. To answer for. Penance, my dad would say. Ja, sehr viel Dialog. Hier können wir noch was craften, aber ich glaube, wir können auch nicht so viel mehr craften. Ich glaube, dann speichern wir einfach mal unser ganzes Zeug im Stash. Ja, und dann sehen wir weiter. Das Stash ist ja leider nicht hier bei den Erwachsenen, sondern irgendwie unter dem Teil hier in der Höhle. Ich glaube, hier ging es lang. Irgendwie zumindest. Naja. Hat schon bessere Abkürzung. Also das war, glaube ich, nicht der richtige Weg, aber wir werden ihn finden. Turns out the log I brought for Jin had something living in it. Something creepy and crawling with lots and lots of legs. You gotta scream everything twice. So, hier war die Höhle. Schön, das Feuer ist noch an und ein Stash war hier. So, was tun wir? Was legt man denn ab? Fleisch, Armgrad-Mod. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich will hauptsächlich wieder Zeug aufnehmen können. Wir haben anscheinend sehr viel Zeug. Ich lege sehr viel Essen ab, das ist mir bewusst. Und Kochzutaten. Dann können wir zumindest neue sammeln. Wird ja nicht schlecht, hoffe ich zumindest. Weaver Strap. Ja.
Können wir alles einlagern. Ein Essen behalte ich. Armgard-Mod kann auch weg. Simple Wristband. Haben wir das überhaupt angelegt? Das ist ja das, was wir gerade gecraftet hatten. Uiuiui, das mit dem Inventar finde ich noch ein bisschen unübersichtlich. Schauen wir mal. Jetzt können wir auf jeden Fall was nehmen. Auf die Rübe kann auch nichts. Armguard. Simple Wristband. Nehmen wir doch das. Hier können wir noch nichts machen. Mod ist installiert. Okay. Munition nachcraften ist möglich. Da haben wir noch Holz im Inventar. Also hier können wir mal schauen. Da können wir nicht viel craften von den zwei anderen. So. Ich fühle mich auf jeden Fall schon leichter und als ob ich gerade durchs Feuer gerannt bin. So soll das hier auch sein. So, hier oben ist... Da war man doch schon, oder? Da ist irgendwie noch... Quest-Icon, genauso wie hier. Es leuchtet halt lila. Ich weiß nicht, ob das von der Quest ist oder nicht. Ja, werden wir irgendwann rausfinden. Beaver Flourish. Wo muss man denn hin? Wählen wir vielleicht erstmal eine Quest aus. Interessant, dass die nicht unter Journal sind. Ava Blessing. Gatheragon. So, die können wir tracken. Und einmal auf die Karte. Da. Da müssen wir hin. So, hier kann ich fast traveln. Dann sind wir ja gleich da. Ach, das ist ein tolles System. Vor allem bei der Größe von der Karte, wenn man mir einfach keinen Drachen zur Verfügung stellen will am Anfang des Spiels. Ups. Was ist denn das für ein Teil? Mistshade Fungus, a giant lichen-like plant. So, ich wollte mal dann mal nicht töten. Hab anscheinend genügend Essen. Ah, da sind wieder andere. Okay. Hallo. Perhaps you will find this ingredient useful. Dankeschön. Sogar Superior. Jetzt reagieren die endlich auf mich. Ist das nicht schön? Meine Hilf-Pouch ist wieder voll. Da muss ich unbedingt nachcraften. Was ist denn das? Stormbeast. Okay, der Schwachpunkt ist da oben irgendwie auf dem Rücken. Jagen wollte ich es jetzt auch nicht. Ja, erstmal ein klares Missionsziel vor uns. Das sieht aber auch so aus, als ob da oben wieder was versteckt wäre, was ganz nett ist. Schauen wir mal auf die Karte. Sieht nicht so aus. Und wieso ist mein Wegpunkt... Ah, Mist. Mein Wegpunkt war doch falsch. Gatheragon. Da Wegpunkt hin. Eieiei. Ich will mein Flugbiest. Oder ein Reitbiest. Irgendwas Biestmäßiges. Worauf man schnell vorankommen. Ja, wir haben zumindest hier das Superior-Stück fettes Fleisch bekommen. Also hat es sich ja eigentlich schon gelohnt. Oh, das ist nett. Das gefällt mir. Das finde ich auch. Her mit meinem Geschenk. You look tired. Would you like something to eat? Ja. Ey, vielleicht hätten die mir vorhin auch immer Sachen gegeben, aber ich war einfach voll. So, dann probieren wir doch gleich mal, wie das schmeckt. So, schön. Eine Agility-Pflanze und dann kommen wir auch schneller voran. Zumindest sehr kurz. Sehen zwar so aus, als ob wir eingefroren sind, ist aber nicht so. Wir werden gejagt. Hey, das macht aber Spaß. Wir können ja von Agility-Pflanze zu Agility-Pflanze. Jetzt hat sie es aus Agility-Pflanzt. Sind die immer noch hinter mir her? Werden die es denn nie lernen? Da ist ja ein Missionsdinger.
mit dem Baumscan. Tree of Voices. This plant is the sacred connection to Eivor used by the Arane Clan of the King of Forest. Interessant. Da haben wir ja einen ganzen Berg voll mit denen gesehen. Da habe ich sie aber irgendwie nicht gescannt, warum auch immer. Ja, bin auch kein großer Nebelfreund. Spiny Whip. Die wippt ja gar nicht. Oh, hier ist irgendwo ein Mech oder sowas. Ja, drei Mechs. Rüsten wir mal unsere schöne Waffe aus. Oh je, das war viel zu weit. Ah, die machen gut Schaden gerade. Einen habe ich getroffen davon. Ich hoffe, das Tier können wir diesmal retten. Au. 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 Mist. Gerade hatte ich die gute Waffe ausgerüstet. Oh. Wieso sterbe ich denn so oft in dem Spiel? Wo seid ihr hin? Hallo, ich höre euch doch noch. Okay, anscheinend nicht. Nee, gut. So kann man ein Problem natürlich auch lösen. Sehr schön. Her mit der Agilität. Oh, irgendwas ist hier in der Nähe. Mein nicht unbedingtes Missionsziel. Vielleicht wieder so eine Eivor-Blume oder so ein Belzbrick. Schauen wir mal. Was diese lila Dinger sind, habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Vor uns ist ein Tayu Sapling. 150 Meter. Was ist denn der Unterschied zwischen den Flowers? Keine Ahnung, vielleicht müssen wir da noch irgendwas machen. Wahrscheinlich hier auf dem Felsen da. Die ganz hohen Bäume würde ich jetzt ungern klettern wollen. Sieht nicht so aus, als ob hier was wäre. Longbow Crafting Material haben wir bekommen. So, und ja, das sind feindliche Fußspuren. Und wo müssen wir jetzt hin? Bisschen nach rechts, so wie es aussieht. Doch auf den Baum? Kann ja eigentlich nicht sein. Vielleicht findet man ja hier was. Also der Marker geht irgendwie in alle Richtungen. Das hilft mir gerade nicht. Hier sieht es so zumindest aus, als ob man raufkommt. Dann, wie kommt man weiter? Und wohin will man überhaupt? Okay. Sieht nicht so aus, als ob ich da arg hochklettern kann. Vielleicht müssen wir noch was tun, damit der Sapling rauskommt. Die Biester sind auch nicht nett. Na gut, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich hier zum Sapling hin muss, zu dem Samen oder was ich da machen muss. Das sieht doch interessant aus hier. Hui. Sollte doch reichen. Vielleicht ist hier drinnen ja was. Na, hier ist schon wieder das Symbol. Sagen wir, sind nicht ganz verkehrt.
Oh, da sind wieder Mechs und solche Sachen. Die müssen wir natürlich ausschalten. Spiel, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Da ist was. Das kann ich anscheinend auch touchen. Ah, okay, die Saplings sind für einen Skillpunkt da. Dann wäre das geklärt. So. Wo waren die Mechs? Mechs. Da waren doch gerade Mechs und ein Helikopter. Scanner funktioniert. Der Scanner könnte ruhig ein bisschen zuverlässiger funktionieren, was alles angeht. So, Munition haben wir genug. Gehen die wieder weg. Sehr gut. Mist. Oh. Gut, den Hammer. Dann ist noch irgendwo ein Menschlein. Da ist er. Oh, das wollte ich nicht. Kann man ja wieder einsammeln. So, erwischt. Was macht ihr hier schon wieder? Was macht ihr hier? Shotgun-Magazin. Stimmt, ich habe ja auch eine Shotgun. Her mit der Munition. Her mit der Mine. Damit fliegt ihr auch nirgends mehr hin. Dann nehme ich die Mine auch und dann... Ach, das ist nur normale Stormbeasts. Glaube ich, ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir es tatsächlich geschafft. Der Bladewing Trail, okay. Da wollte ich zwar gar nicht hin. Ich glaube, ich wollte hier hin, wo der Wegpunkt auch ist. 1,7 Kilometer. Gehen wir noch ein bisschen in die Richtung. Vielleicht findet man ja was Interessantes. Nur nicht diese grünen explodierenden. Ist auch ein Stormbeast. Tue mich noch ein bisschen schwer damit, die zu identifizieren. Die sehen von der Seite teilweise anders aus. Was ist denn das? Eine riesige Aloe Vera Pflanze, so wie es aussieht. Archer's Thornspear, a giant plant that vaguely resembles a cactus from Earth. Ja. Ist nicht, dass eine Aloe Vera Pflanze ein Kaktus ist. Und auch nicht der Pflanzenexperte. Obwohl ich mir das... Oh, nicht schon wieder ihr. So, du musst es nicht leiden. Oh, du musst leiden. Mist. Weder clean noch merciful, dann müssen wir es auch nicht ernten. Gibt eh nicht die besten Zutaten. Eieiei. Hört mal auf, mich hier einzufrieren. Nur kein Beef mit dem Beef anfangen und schon kommen wir weiter. Au. Ich bin geschockt. Wer rennt hier von wem weg? Sind das Kürbisse? Na, es sah nicht mal entfernt so aus. Gut, Wegpunkt ist in die Richtung. Muss man nur schauen, dass wir... Boah, dann lauf mal halt zu dritt in die Richtung. Das macht mir auch nichts. Oh, hier schon wieder irgendwas. Der Bladewing Trail. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber wenn so kurz... haben wir die schon? Goblin Fistel, a small crooked tree that holds minor antibiotic properties. Werde ich geheilt, wenn ich da reinstampfe? Anscheinend nicht. Heißt das Trail oder Trial? Trail, okay. Ich dachte schon, wir werden jetzt schon wieder mit irgendwas geprüft. Ich komme aber leicht von meinem Missionsziel ab, fällt mir da auf. Fällt mir auf. Macht aber nichts. Das zeugt ja davon, dass die Welt was Interessantes zu bieten hat. Okay, anscheinend muss ich nochmal was essen.
Okay, wieder Schritte. Uiuiui. Die mit ihren verdammten Helikopter. Glaubt ihr, er hebt ab? Hier. Geh doch drauf, Mann. Nein, ich muss doch nachcraften. Pack, 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 pack. Heilung. Heilung. Heilung, 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 Heilung. Was will ich denn mit dem Sulfurpott? Her damit. Ist das eins von deren Beasts? Nee. No Kuru. Should take a closer look. Focus. Ja, ich fokussiere mich ja. Hui. Ich brauche unbedingt wieder diese Duffo-Fets. Woher kommen denn diese riesen Biester? Die haben so ein Halsband an. Sehen ja gruselig aus. Das sind, glaub, große Viper-Wolves. Feral-Tainator. Okay, keine großen Viper-Wolves. Das sind Viper-Wolves, diese kleinen Dinge, die mich nerven. Wenn du mercyvoll gekillt werden willst, dann greif von der Seite an. I just came across something strange. An animal. But tormented. It didn't have a kuru. Hajir, you there? No kuru. You sure? You're absolutely sure. Do you know something about this? Come see me in HQ. Hurry. Okay, anscheinend sind das Sachen, wo man Nebenquests aufsammeln kann. Ja, auch gut zu wissen. So, noch hier schön rüberlaufen. Munition auffüllen. Ist schon voll. Lässt die dies auch keine Waffen lassen liefern? Interessant. Dachte, nachdem ich die erste freigeschaltet habe, könnten die ruhig ihre fallen lassen. Ich hätte sie ja nicht aufnehmen müssen. Okay. Bin ein bisschen paranoid, was das hier alles angeht. Ich glaube, vor uns ist so ein Health-Pot. Und da sind immer noch Sachen, die mich beißen wollen. Das ist das Blade-Wing-Mouth. When approached, these insects will flee towards their nest. Ich wollte die Pflanze jetzt sehen. Achso, das ist die. Das ist das Nest. Das macht Sinn. Oh, Mist. Oh, oh. Entschuldigung. Den wollte ich eigentlich nicht damit. Ich komme mit dem Waffenwechsel noch nicht so gut klar, wie ich das gern hätte. Was ist denn jetzt los? Die Wurzeln machen irgendwas. Blistering Root. This plant hurts any creature that touches it. Boah, das habe ich gemerkt. So, wo ist der letzte von diesen Viper Wolves? Zumindest entfernt. Na gut, aber ich würde sagen, das reicht tatsächlich schon für die Episode. Bin zwar ein paar Mal von meinen Missionszielen abgekommen, aber ich glaube, wir haben trotzdem einiges erreicht. Genau, dann wissen wir auch schon, wie es nächstes Mal weitergeht mit der Mission, die ich jetzt zum dritten Mal nicht so ganz verfolgt habe, weil immer was Interessantes dazwischen gekommen ist. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.